Immer mehr Menschen werden immer älter. Und eine zunehmend größere Zahl der Senioren betreibt Bodybuilding. Ich bin 65 und gut im Training. Man schätzt, dass im Jahr 2020 10% der Rentner Gewichte stemmen werden. Ein 40-Jähriger meinte, er wolle nicht bis 60 warten, um einen Körper wie ich zu haben. Ich sagte ihm, den gibt's nicht von der Stange. Aber es sind nicht nur ältere Herren, die nach einem Waschbrettbauch streben. Ich möchte keine schlaffen Arme. Ich forme sie mit Hand. Überall auf der Welt sieht man bei Bodybuilding-Wettbewerben zunehmend Senioren, die auf der Bühne ihre Muskeln spielen lassen. Ich bin in der Form meines Lebens. Zum ersten Mal habe ich Grübchen. Und das gefällt mir. In den letzten 5 Jahren hat Ted an mehr als 100 Wettbewerben teilgenommen. Trotz aller Anstrengungen ist sein bestes Ergebnis nur ein 2. Platz gewesen. Es soll den Alterungsprozess verlangsamen. Ich bin jetzt 65 und fühle mich wie 21. Meine Kinder meinen, ich verhalte mich auch so. Manche Freunde sagen, ich solle damit aufhören. Mich würde ein Herzschlag treffen. Aber man ist lange genug tot. Wenn die Zeit gekommen ist und der Herr einen ruft, dann soll es so sein. Ted bereitet sich auf die offenen britischen Meisterschaften vor. Bis dahin sind es noch 4 Wochen. Man braucht eine gute Frau an seiner Seite, wenn man trainiert und an Wettbewerben teilnimmt. Ich war bis letztes Jahr liiert, aber sie hat es beendet. Sie sagte, ich hätte nur Bodybuilding, das Training, die Kirche und die Kinder im Kopf. Sie wäre die Letzte auf der Liste, aber das stimmte nicht. Ein fantastisches Mädchen. Ich liebe sie noch immer. Sie fehlt mir. Sie konnte toll kochen. Ihre Hackfleischsoße schmecke ich noch heute. Als Single verbringt Ted jetzt wöchentlich mehr als 70 Stunden im Fitnessstudio. Riesig. Die 54 Jahre alte Großmutter Kathy trainiert 6 Tage in der Woche. Sie stemmt routinemäßig mehr als das Doppelte ihres eigenen Körpergewichts. Ich bin wahrscheinlich Großbritanniens älteste Bodybuilderin. Jedenfalls ist mir keine Ältere begegnet. Die Schwerkraft hat keine Chance. Ich trotze ihr. Wenn ich alte Fotos betrachte, dann war ich zwar schlank, aber hatte keine Muskeln an den Armen. Ich fand, das sah nicht gut aus. Kathys Ehemann Mike hat ihren Wandel miterlebt. Früher trug sie Kleidergröße 36, doch mit dem Bodybuilding legte sie 19 Kilo an Muskeln zu. Ich finde, Kathy hat eine bemerkenswerte Figur für ihr Alter. Ich meine, sie hat 2 Kinder und ist inzwischen Großmutter. Das harte Training hat ihr eine sehr ansprechende Figur verschafft. Ich wollte nie maskulin aussehen, aber das kann man mir auch nicht vorwerfen, oder? Richtig. Niemand hat dir je vorgeworfen, maskulin zu erscheinen. Du wirkst sehr weiblich. Ein Witzbold könnte fragen, ob ich mich vor meiner Frau fürchte, aber das ist nur ein Scherz. Kathys Muskeln schüchtern mich nicht ein. Es ist schön, eine jugendliche und attraktive Frau zu haben. Das findet jedermann. Aber es ist ja nicht so, dass ich heimkomme und während des Abendessens ständig nach ihr lechze. Ich sehe ihre ganze Persönlichkeit.
Die Jahre sind so rasch verflogen, dass ich das Altern gar nicht bemerkt habe. Ich bin so sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Ich werde auch mal Schultern wie du haben, wenn ich als Rentner noch Eisen stemme. Ja. Wir werden die eisenstemmenden Rentner. Hör auf. Kathy wird an den nationalen offenen Meisterschaften teilnehmen, genauso wie Ted. Den beiden bleiben noch 4 Wochen, um ihren Körper in die entsprechende Verfassung zu bringen. Während in Großbritannien ältere Frauen das Bodybuilding gerade erst entdecken, gibt es in den USA bereits eine Vielzahl von Wettbewerben für Damen über 60. Die Großmutter Jackie tritt regelmäßig bei Wettbewerben in Los Angeles an. Ihre Rocky-Übung gilt schon heute als legendär. Hallo, ich heiße Jackie Lee. In einem Monat werde ich 74 Jahre alt. Ich betreibe Bodybuilding, seit ich 47 bin. Ich bin damals vor Ehrfurcht erstarrt, als die Astronauten zum ersten Mal zum Mond flogen. Und ich fragte mich, ob ich wohl auch einmal Astronaut werden könnte. Aber dann erkannte ich, dass dies mein Weg zum Mond ist. Ich bin ein anderer Mensch auf der Bühne. Ich fühle mich wie jemand anderer, wie jemand, der ich immer sein wollte. Bodybuilding ist ein Jugendelixier. Es macht einen jünger. Ich sehe keinen Grund, warum ich nicht bis mindestens 95 an Wettbewerben teilnehmen sollte. Von mir aus gerne. In den USA zählt nicht nur ein kräftiger Bizeps. Eine außergewöhnliche Präsentation kann die Siegeschancen erheblich steigern. Der amtierende Mr. Universum der über 70-Jährigen ist Carl. Mit 78 Jahren gehört er zu den ältesten Bodybuildern Amerikas. In 2 Wochen wird er beim Natural Universe Wettbewerb in Kalifornien seinen Titel verteidigen, den er bereits seit 8 Jahren innehat. Meine Konstitution ist heute besser als vor 15 Jahren. Ich gebe einfach mein Bestes. Ich liebe den Wettbewerb, die Ungewissheit. Mal sehen, wie es läuft. Ich habe einige Male mit Arnold trainiert. Er war zwar immer ein bisschen unnahbar, aber doch ganz nett. Wenn er mit den Posen anfing, haben ihm alle im Fitnessstudio zugesehen. Das hat er genossen. All diese Jungs da sagten, wenn sie mal so alt sind wie ich, hoffen sie auch so gut auszusehen. Dabei haben sie viel bessere genetische Voraussetzungen. Die waren riesig. Carl hat viele der weltbesten Bodybuilder porträtiert. Eine Menge Leute fragen mich, wie kannst du so fein zeichnen, wo du doch so kräftig bist? Sie betrachten das als Gegensatz. Tatsächlich ist es etwas Ähnliches, denn wenn ich zeichne, forme und erschaffe ich einen Menschen. Und das tut man als Bodybuilder auch. Es ist eine Art Kunst. Man formt seinen Körper. Ich treffe oft Leute, die glauben, ich sei in den 50ern, wenn sie mich draußen laufen sehen oder bei einem Wettbewerb. Aber da gucken sie mir nicht so genau ins Gesicht, sondern achten mehr auf meinen Körper. Ich glaube immer, dass ich gewinne. Man denkt doch nicht an eine Niederlage, wenn man antritt. Es sind 3 Leute dabei, die ich nicht kenne. Der Typ aus Irland soll ein Superman sein. Einer dieser genetischen Freaks. Der 70 Jahre alte Eric aus Nordirland ist das erste Mal in Kalifornien. Er zählt zur Spitze der britischen Senioren-Bodybuilder.
Der ehemalige Mr. Großbritannien ist Karls größter Konkurrent. Mit 70 hier am Strand von Kalifornien zu stehen, wenn ich allzu sehr darüber nachdenken würde, wie viel mir das bedeutet, dann müsste ich wahrscheinlich weinen. Und es ist kein Wunschtraum mehr. Langsam werde ich nervös. Sieh dir das an. In 2 Wochen wird Eric seine Übung beim Natural Universe Wettbewerb vorführen. Dabei achtet die Jury sowohl auf athletische Anmut als auch auf deutlich konturierte Muskeln. Für den Wettkampf muss man sich Gedanken über die Kleidung und die Musik machen. Das zählt. Wenn das nicht stimmt, hast du ein Problem. Ich lege gern etwas Gefühl in meine Übung. Ich bin nicht aus Stein. Vielleicht bin ich ein sentimentaler alter Narr. Die notwendige Ausstattung für den Wettbewerb, ganz wichtig. Früher trug man Hosen, die an der Seite etwa 10 cm breit waren. Heute ist das hier alles, was man anhat. Manche Leute halten das wahrscheinlich für obszön. Damit steht man vor vielen Menschen auf der Bühne. Ich habe noch nie an einem Wettbewerb für über 70-Jährige teilgenommen. Immer nur an solchen für 60er. Aber letztes Jahr bin ich 70 geworden. Und ich habe die Kategorie gewechselt. Thank you. In Großbritannien treten derweil Ted und Kathy bei den offenen Meisterschaften an. Vor ihrem Auftritt tragen sie Körperschminke auf und pumpen, damit ihre Muskeln im Scheinwerferlicht klar konturiert sind. Hier sind die Geheimwaffen drin. Die sind zum Aufpumpen. Das sind Workington-Schienen, die letzten, die je gemacht wurden. Sie haben die Fabrik geschlossen und die Produktion nach Frankreich verlagert. Was verstehen die Franzmänner schon von Schienen? Sieh sie dir an. Das ist die Geheimwaffe. Das Gerät zum Aufpumpen. Das führt heute zum Sieg. Ich möchte einfach hinein, mich umziehen und schminken. Das ist immer eine Nervenprobe, die Bronze aufzutragen. Danach bin ich völlig auf die Show konzentriert. Teds Freund Marty tritt ebenfalls in der Klasse der über 50-Jährigen an. Er ist 59 und damit 6 Jahre jünger als Ted. Die Bodybuilder werden immer älter. Diese Lebensweise ist nichts für junge Menschen. Leute unter 40 begreifen nicht, dass sie mal älter werden. Aber dann fängt man an zu sagen, 40 ist nicht alt. 50 ist nicht alt. Und später witzelt man, 60 ist nicht alt. Hoffentlich. Teds Freundin hat ihn letztes Jahr verlassen. Zum ersten Mal tritt er bei den offenen Meisterschaften als Single an. Da sind ein paar nette Damen im Publikum. Bodybuilder finden ihre Freundinnen bei solchen Shows. Das muss ein wirklich gutes Mädchen sein, das bei einem Bodybuilder bleibt. Stimmt's, Marty? Ich habe 4-mal geheiratet. Das ist schon ziemlich intim, nicht? Beim ersten Auftritt dachte ich, in meinem Alter ist das lächerlich. Auf der Bühne sagen sie oft an, wie alt ich bin. Die Leute sind einem sogar wohlgesonnener, wenn sie dein Alter kennen. Ich möchte lieber als ganz normale Teilnehmerin beurteilt werden und nicht als Wettbewerberin in einer bestimmten Altersklasse. Ich wünschte, das wäre kein Thema, aber ich vermute, es wird immer eines bleiben. Guck, wie man sich damit aufpumpt. Arnold Schwarzenegger könnte die nicht heben. Ted ist der älteste Teilnehmer in der Klasse der über 50-Jährigen. Dem muss ich mich stellen. Sind einige junge Kerle da? Ja, sie sind jünger. Junge Spunde, 10, 15 Jahre jünger als ich. Das beunruhigt mich nicht. Wie heißt es doch? Je jünger sie sind, desto tiefer fallen sie. Teds Wettbewerb ist einer von vielen auf nationaler Ebene.
aber überall in Großbritannien finden auch internationale Konkurrenzen statt. Bei der britischen Mr. Universum-Wahl in 2 Wochen will es der 60 Jahre alte Bernie mit einigen der Besten der Welt aufnehmen. Wenn ich die Typen treffe, mit denen ich zur Schule gegangen bin, denke ich, hoffentlich sehe ich nicht so alt aus wie Sie. Sie haben einen Bierbauch und der Herzinfarkt ist nur eine Frage der Zeit. Der Grund, warum ich mit 60 noch trainiere, ist der, dass ich mich damit heute jünger fühle als vor 20 Jahren. Es gibt keine Altersgrenze. Man muss die Dinge nur etwas langsamer angehen, wenn man älter wird. Bernie trainiert regelmäßig um 5 Uhr morgens und verspeist mindestens 50 Hühnerbrüste in der Woche. 12 Monate Training und Diät für 90 Sekunden auf der Bühne. Mein einziges Problem besteht darin, diese überschüssige Haut am Bauch loszuwerden. Das Zaubermittel dafür ist Hämorrhoidensalbe. Hört sich vielleicht weit hergeholt an, aber das benutzen erstaunlich viele. Und es wirkt. Bernie ist seit 9 Jahren mit Linda verheiratet. An den Wochenenden hilft sie ihm meistens, sich auf die Wettbewerbe vorzubereiten. Als 60-Jähriger einen Waschbrettbauch und eine schöne Brust zu haben, ist einfach toll. Keine Männerhängebrüste oder so ein Zeugs. Seine sind immer noch stramm. Wenn man mit den Händen über diesen Körper streicht und dabei jeden Muskel fühlt, das ist traumhaft. Da schwabbelt nichts, da ist einfach alles fest. Selbst wenn man ihm auf den Po haut, ist es fest. Herrlich. Ich habe noch keinen anderen 60-Jährigen getroffen, der so aussieht. Und das werde ich wohl auch nicht mehr. Bis später, bis du gar bist. Bernie bleiben noch 2 Wochen, um zu trainieren. Für Ted und Kathy dagegen hat der Wettbewerb bereits begonnen. Over 50s, Masters, from Ted's gym, up in Wokingham, Ted Clifton. In der Klasse der über 50-Jährigen müssen Ted und seine Konkurrenten alle dieselben Pflichtposen vorführen. Die Preisrichter bewerten die Spannung der Muskeln, ihre Kontur und Größe. In 4th place, Marty Yates Brown. Marty belegt den 4. Platz. And in 3rd place, Mr. Ted Clifton. Ted verpasst erneut den Sieg. Er wird Dritter. Das mag ich nicht an Wettbewerben. Eigentlich trainiere ich gern mit Gewichten, aber das hier dient nur dazu, auf der Bühne gut auszusehen. Mit ihrer Übung muss Kathy den Juroren zeigen, dass sie konturierte Muskeln besitzt und gut proportioniert ist. Ihre 3 Konkurrentinnen sind gar nicht erst angetreten. Kathy ist die einzige Teilnehmerin des Wettbewerbs. Siegwinner für 2006 UK Champion, das ist Kathy Soher, ladies and gentlemen. Ihr Sieg steht daher außer Frage. So gut sah sie noch nie aus, ehrlich. Ich denke, das reicht für dieses Jahr. Ich erwarte täglich ein neues Enkelkind. Das wird mich die nächsten Monate beanspruchen. Im Frühling fange ich wieder an. Vielleicht habe ich mit 70 ein Gefolge von kleinen Kindern. Naja, dann werden sie schon Teenager sein. Sie werden rufen, auf geht's, Oma. Zwar konnte Ted die Konkurrenz auch dieses Mal nicht gewinnen, aber er hat bereits Pläne für sein 66. Lebensjahr.
Ich habe es wirklich genossen. Ich genieße es immer. Nächstes Jahr versuche ich es dann wieder. Dieses Jahr habe ich nämlich schon 10 Shows gemacht. Jetzt fahre ich erstmal nach Thailand und werde mich aufs Essen stürzen. Hühnchen, Reis, Chops und Ananas direkt vom Baum. Obwohl er eine feste Freundin sucht, hat sich Ted für seinen Urlaub etwas vorgenommen. Ich kenne eine hübsche Dame in Thailand. Ich werde 4-5 Wochen mit ihr entspannen. Das wird uns gut tun. Zur gleichen Zeit wartet Eric in Kalifornien darauf, in der Klasse der über 70-Jährigen um den Titel des amerikanischen Mr. Universum zu kämpfen. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Der größte Triumph ist es, noch immer an Wettbewerben teilnehmen zu können. Ich möchte mich in der besten Verfassung präsentieren und meine Übung so gut es geht durchführen. Das ist alles, was ich tun kann. Etwas anderes, als mich den Juroren in Bestform zu zeigen, kann ich nicht machen. Dann müssen sie entscheiden. Eric hat bis zum Wettbewerb noch eine Woche Zeit, um seinen Körper zu stählen. Ich habe die Veränderung meines Körpers über die Jahre beobachtet. Wenn ich in den Spiegel blicke, glaube ich nicht, dass ich besser aussehen könnte, obwohl ich mir das wünsche. Die Natur schlägt einem ein Schnippchen. Man kann versuchen, seinen Körper zu bewahren und größere Muskeln zu bekommen, aber das gelingt nicht. Unter den Armen und hier am Bauch kann ich nichts machen, absolut nichts. Außer vielleicht zu einem guten Chirurgen zu gehen, aber sonst nichts. Warum ich das mit 70 mache? Es ist ein Lebensstil. Ich glaube an das Sprichwort, man kann nichts tun, um das Leben zu verlängern, aber verdammt viel, um es zu verkürzen. Bodybuilding für Ältere ist der Trend in den USA. Es gibt keine Altersgrenze, um nicht damit zu beginnen. Mit 86 Jahren gilt Marjorie als älteste Bodybuilderin der Welt. Ihren ersten Wettbewerb hat sie mit 72 bestritten. Die Leute haben die Vorstellung, dass ein 86-jähriger Mensch eingeschränkt ist und nicht in der Lage, sich zu bewegen und irgendetwas zu tun. Ich bin froh, all das tun zu können, was ich tue. Marjorie trainiert 4 Tage die Woche und stemmt dabei regelmäßig das Gewicht einer Waschmaschine. Man muss eine Menge heben, wenn man einen eigenen Haushalt führt. Das habe ich immer getan. Aber ich hatte das Gefühl, älter zu werden und etwas für meine Knochen und Muskeln tun zu müssen, um dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Ich putze meine Fenster selbst und ich schippe sogar den Schnee. Es heißt, man sollte das in einem bestimmten Alter nicht mehr tun. Aber wenn draußen jemand auf dem Schnee ausrutscht, kümmert es keinen, ob ich 86 Jahre alt bin. Dann werde ich verklagt. 3 Monate nachdem Marjorie mit dem Bodybuilding begonnen hatte, wurde sie zu ihrem ersten Wettbewerb eingeladen. Ich fragte, was ich anziehen sollte. Als man mir sagte, einen Bikini, dachte ich, oh Gott, ich werde mich da nicht in einem Bikini vor die Leute stellen. Ich hatte am Strand einen Bikini getragen. Mir war gar nicht klar, worauf ich mich einließ. Denn ich hatte ja keine Ahnung vom Bodybuilding. Ich begriff nicht, dass ich gewonnen hatte. Ich, die Letzte, die als Siegerin in Frage kam. Denn ich war die Älteste und sah nicht so aus wie die anderen. Ein Anwärter auf den Sieg bei der britischen Mr. Universum-Wahl ist der 60 Jahre alte Bernie. Vor dem Wettkampf muss seine Frau Linda jedes Haar an seinem Körper entfernen, damit nichts den Blick der Juroren auf seine schwellenden Muskeln trübt.
Es ist ein sehr egoistischer Sport. Die Ehefrauen fühlen sich da manchmal etwas vernachlässigt. Aber das gehört einfach dazu. Und man lernt auch, damit zu leben, es zu akzeptieren und damit zurechtzukommen. Manchmal bin ich nicht einverstanden, dass er an so vielen Wettbewerben teilnimmt. Es stört mich, dass er die meisten Wochenenden weg ist. Da wäre ich gern mit ihm zusammen. Aber wenn er macht, was er liebt und dann zu mir heimkommt, das ist großartig. Ich weiß nicht, es gehört einfach dazu. Und wir denken nicht mehr darüber nach, oder? Nein. Körperschminke spielt eine wichtige Rolle für Bodybuilder. Linda hat eine eigene Technik entwickelt, sie aufzutragen. Das ist die einfachste Methode, die wir kennen. Ja, schön und glänzend. Sie hat sich auch etwas einfallen lassen, um ihr Sofa zu schonen. Ein Bettbezug-Umhang. Ich setz mich zu dir. Entspann dich einfach. Vor einem Wettbewerb reduzieren Bodybuilder die Nahrungsaufnahme auf ein Minimum, damit ihr Körper kein Gramm Fett zu viel hat. Das macht sie dann allerdings auch schwach und schlapp. Absolut kein Sex vorm Wettkampf. Immer zu erschöpft. Ja, bei dieser Diät, die die meisten Bodybuilder machen, liegt das Energieniveau bei null. Als wir uns anfangs trafen und nichts passierte, hat mich das verunsichert. Ich dachte, du hättest Affären oder so. Es dauerte eine Weile, bis ich kapierte, es ist dein Körper. Es liegt nicht an mir, sondern an dir. Du hattest nicht das Interesse an mir verloren. Du konntest einfach nicht. Du warst zu schlapp. Mir fehlte die Begeisterung. Die kommt schon. Ich habe Viagra für dich. Ein neuer Tag, ein neuer Sieg. Es ist soweit. Der Natural Universe-Wettbewerb von Kalifornien beginnt. Hier dürfen nur ungedopte Muskelmänner antreten. Der Wettbewerb gilt als einer der prestigeträchtigsten in den USA. Schließlich nehmen auch einige der weltbesten Bodybuilder daran teil. Zu ihnen zählen etwa der Kalifornier Carl sowie Eric aus Nordirland. Die beiden konkurrieren in der Klasse der über 70-Jährigen um den Titel des Mr. Universum. Ich habe mich so gut es geht vorbereitet. Ich brauche das Gefühl, das Optimum getan zu haben. Ist dann ein anderer besser, kann ich nichts machen. Das ist die Wirklichkeit und nicht länger ein Traum. Hat man keinen Traum, kann man ihn auch nicht verwirklichen. Hier und heute wird meiner wahr. Ich bin bereit. Man muss siegessicher sein. Man kommt nicht her, um zu verlieren. Es kann aber nur einen Sieger geben. Der 78 Jahre alte Fred tritt nicht zum ersten Mal bei diesem Wettbewerb an. Mal sehen, ob ich dieses Jahr besser abschneide als beim letzten Mal. Da war ich Vierter. Das hat mich sehr betrübt. Aber ich bin rasch darüber hinweggekommen. Zusammen mit meinem Trainer habe ich etwas unternommen, um es besser zu machen. In den USA ist Bodybuilding nicht nur eine Einzeldisziplin. Hier treten auch Paare mit ausgefeilten Choreografien an. Der 71 Jahre alte Bill und die 61-jährige Ex-Ballerina Jane haben schon mehr als 200 Preise gewonnen. Sie sind heute das älteste Paar auf der Bühne. Man geht da raus, um etwas vorzuführen, um etwas zu geben. Es ist ein Auftritt. Und ich merke, es hält einen gesund.
Ich genieße es, das mit 71 Jahren noch tun zu können. Um Himmels Willen, das ist eine Gnade. Das ist ein Geschenk. Der Körper ist ein Kunstwerk. Und mit 61 fängt die Kunst natürlich an, etwas nach Süden zu rutschen. Es ist unvermeidlich, dass wir älter werden. So Gott will, kann ich das machen, solange ich gesund bin. Und solange ich meinen Fred Astaire habe, treten wir als Paar an. Das Mächtigste, gegen das wir alle auf der Erde ankämpfen, ist die Schwerkraft. Es geht also darum, sich ihr möglichst erfolgreich zu widersetzen. Der Paarwettbewerb zählt eher zum Rahmenprogramm. Der eigentliche Höhepunkt ist die Konkurrenz der über 70-Jährigen. 45, Eric Dowie, Great Britain. Where's Eric Dowie? Für Eric, Carl und Fred ist der Zeitpunkt gekommen, die vorgeschriebenen Wettkampfposen auf der Bühne zu präsentieren. Die Show beginnt. Die Teilnehmer werden einzeln vorgestellt. His motto is never give up. He's from Riverside, California. He enjoys women skydiving and bungee jumping. 78 years of age. Please welcome Carl Marshall. Please welcome Eric Dowie, number 45, Great Britain. Fred, come on out. Sie haben 90 Sekunden Zeit, mit ihren Posen zu beeindrucken. Die Juroren achten auf stramme Schenkel und Waden, eine ausgeprägte Rückenmuskulatur und einen ordentlichen Waschbrettbauch. Super Ultra Masters, 70 and over. Let's bring them back out. Come on, guys, let them hear it. Fifth place this evening, USA, number 43, Fred Hefter. Mit Platz 5 kann sich Fred nicht verbessern. Second place this evening. Great Britain, number 45, Eric Dowie. Eric wird Zweiter. And your winner, USA, number 42, Carl Marshall. Der Sieger heißt auch in diesem Jahr Carl. Once again, our Super Ultra Masters, ladies and gentlemen. Great job, guys. Thank you. Ich habe nun erfahren, wie es ist, bei solch einem Wettbewerb dabei zu sein. Ob 70 oder nicht, der Traum geht weiter. Glaubt immer an euren Traum. Je älter man ist, umso schwieriger wird es. Mit 78 ist es nicht so leicht wie mit 68. Aber es macht genauso viel Spaß. Sogar mehr, denn ich bin älter, länger dabei und der Körper tut's noch. In Southport in Großbritannien ist auch Bernies großer Tag gekommen. In wenigen Stunden tritt er gegen 8 Konkurrenten um den Titel des britischen Mr. Universum an. Letztes Jahr hat Bernie sowohl den Welt- als auch den Commonwealth-Titel in seiner Klasse errungen. Falls er hier siegt, wird er der Erste sein, dem es gelungen ist, innerhalb von 12 Monaten alle 3 Wettbewerbe zu gewinnen. 50 Liter Körperschminke werden hier heute voraussichtlich verbraucht. Darum haben die Veranstalter vorsorglich die frisch gestrichenen Wände abgehängt. 15 Minuten. 15 Minuten. Jetzt legt man los und tragt meine Schminke auf. In gewisser Hinsicht möchte man seine Jugend bewahren. Wie jeder andere hofft man, ein bisschen länger zu leben.
Nach 12 Monaten strenger Diät und hartem Training sorgen die letzten Korrekturen an Bernies Schminke dafür, dass jeder Muskel und jede Ader zur Geltung kommen. Wir versuchen, unseren Körper so zu gestalten, wie es uns gefällt. Ob manche Leute finden, dass wir zu weit gehen, weiß ich nicht. Aber jeder entscheidet doch für sich allein, wie er aussehen möchte. Der Wettbewerb beginnt mit den Pflichtposen. Jeder Teilnehmer wird nach Muskelmasse, Kontur und Symmetrie bewertet. Es kostet Kraft, jeden Muskel anzuspannen. Während der 15-minütigen Präsentation können die Bodybuilder bis zu 1 Liter Schweiß verlieren. Ich zittere, mir ist schlecht. Aber ich glaube, wir haben gute Chancen. Er sah echt gut aus. Für einen 60-Jährigen nicht schlecht. Im zweiten Teil des Wettbewerbes darf Bernie seine eigene Choreografie zeigen. Er hat 1,5 Minuten Zeit, um den Juroren alle seine Muskeln, Körperteil für Körperteil, in anmutigen, fließenden Bewegungen vorzuführen. Es ist ein fairer Wettbewerb. Die Teilnehmer respektieren die Leistung ihrer Rivalen. And the winner of this year's Amateur Masters Mr. Universe, over 50 class, representing the United Kingdom, Bernie Cooper. Bernie hat es geschafft. Er ist überwältigt. Nicht viele Leute können sagen, dass sie Mr. Universum, Mr. World und Commonwealth in einem Jahr gewesen sind. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich 30 wäre. Aber ich weiß, wie ich mich mit 60 als Sieger fühle. Nicht schlecht für einen alten Mann. Not bad for an old man.